die nüchterne Bilanz gegen Kaiserslautern wohl nie, denn es wurde eines der torreichsten aller Zeiten. Platz 5 in der ewigen Bestenliste, die seit 78 Gladbachs 12:0 gegen Rehagels damalige Dortmunder anführt. Es begann, wie könnte es anders sein, in der 13. Minute und mit einem nicht korrekten Tor, weil Torschütze Duli beim Vorspiel zu diesem Treffer im Abseits stand. Hier nämlich im Augenblick von Lelles Schuss. Der Querschläger kam dann zu Hoffmann. Der Querpass von Hoffmann zu Duli, dessen Tor Lautern führte 1:0. Horst Wohlers blass um die Nasenspitze in Uerdingen dürfte es zügig für ihn werden. Zügig machte der Pokalsieger weiter, weil bei Uerdingen so Wohlers keiner Bundesliga-Format erreichte. Auch Torhüter Dreher nicht, der gegen Habers Heber machtlos war bzw. zu weit vor der Linie. In der 22. Minute fiel dieser Treffer. Die Lauterer hatten sich ja gestern Wattenscheid gegen den HSV angesehen und dabei ein ähnliches Tor. Da war Uerdings Anzeigentafel noch ausreichend, auch nach dem Anschlusstreffer von Zietsch in der 29. Minute. Nach einer Ecke nutzte er Lauterer Nachlässigkeiten in der Abwehr. Der Anschlusstreffer, neue Hoffnung, die Wiederholung dieser Hoffnung. Doch Hoffmann machte sie schon 3 Minuten später zunichte. Pass von Hotic, der Tag der offenen Tür, ging munter weiter. 3:1 für den Pokalsieger gegen den Ex-Pokalsieger, die 32. Minute. Zuständig fühlte sich keiner, die anderen werden es wohl schon richten. Doch schon weitere 3 Minuten später glimmte es wieder das Hoffnungsfünkchen. Holger Fach entfachte es, 2:3 nur noch. Und danach hatte Fach es eilig. Es gab ja auch noch viel zu tun bis zum Einzug in die Rekordliste. Noch einmal Fachs Tor. 2:3, auch der Halbzeitstand. Und auf der Anzeigentafel wurde es nun schon eng. Und das erst recht, als Lautern 2 Minuten nach Wiederbeginn das nächste Tor erzielte. Erneut war Hoffmann der Schütze. Er schloss Lauterns Trainingsübung 5:3 mit dem 4:2 ab. Von so vielen Fehlern ließ sich auch Lauterns Torhüter Gerry Ehrmann anstecken. Er griff an dieser Flanke vorbei und Klaus nutzte den Fehlgriff zum 3:4. Und auf der Tafel wurde nun schon ein Tor unterschlagen. Oben verschwand immer eins, wenn unten ein neues hinzukam. Wie das von Lelle zum 5:3 der Lauterer in der 58. Minute. Ein Alleingang, interessiert verfolgt von 6 Uerdinger Zuschauern. Horst Wohlers mochte schon gar nicht mehr hinschauen. Solche Gegentore sind ja auch unglaublich. Goldbeek, die 70. Minute, 6:3 für die Lauterer nach Kunstpass. Uerdings höchste Heimniederlage aller Zeiten und das 3:7 leitete Ehrmann ein. Sein weiter Abschlag irritierte vis-à-vis Dreher so sehr, dass er das Kopfballduell gegen Kunz verlor und der sich zu Hotic an die Spitze der Torschützenliste setzen konnte. Die Anzeigentafel war nun am Ende, 4 Tore fehlten und dennoch war Lauterns Trainer Feldkamp unzufrieden. Dass das solch ein Scheudentor war, kann man nicht wissen, aber wir haben das sehr geschickt ausgenutzt und es hätten sogar noch 2 mehr sein können.